Jetzt schon schief, oder? Guck mal, sind extra so schöne Linien. Heute Sport, morgen Konzert und dann noch eine Eisshow. Julius, mach mal ein bisschen raus noch, nach da. Hinter den Kulissen arbeiten Profis Tag und Nacht. Wir versuchen, dass die Künstler für den kurzen Aufenthalt sich so ein bisschen wohlfühlen. Wenn sich Niedersachsens größte Mehrzweckhalle verwandelt, ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Und der Zuschauer darf von all dem nichts mitbekommen. Es ist Sonntag. Für Willi Schrader und Dieter Mertens-Otto ein ganz normaler Arbeitstag. Wir suchen eine Leckage im Dach. Leider Gottes. Willi Schrader ist technischer Leiter von Niedersachsens größter Mehrzweckhalle. Er ist verantwortlich, dass jede Veranstaltung reibungslos abläuft. Das haben gestern die Gäste gemeldet, Crow, wie die ersten Tropfen auf den Kopf gekriegt hatten. Gott sei Dank hatten wir noch genug Platz, konnten die umsetzen. Beim Handball sieht das gerade ein bisschen anders aus. In nur knapp 7 Stunden findet hier ein großes Handballspiel statt mit knapp 10.000 Zuschauern. Ja, beim Handball sind wir ausverkauft, da sind wir auf jeden Platz angewiesen. Wenn wir jetzt hier was sperren müssten, müssen wir die Leute umsetzen. Wenn kein Platz da ist, wohin wollen wir setzen, ne? Unten sind schon die Bodenverleger im Einsatz. Volker Möller und sein Team stehen heute vor einer besonderen Herausforderung. Das Spielfeld verschiebt sich um einige Zentimeter, weil zusätzliche Tribünen im Einsatz sind. Julius, kommst du mal hier oben hin? Stopp, zu dir. Weiter. Mach mal ein bisschen raus noch, nach da. Der Boden muss Zentimeter genau sitzen. Die Tore haben ja Befestigung in der Erde, im Boden unten. Und wir müssen ja die auch wieder treffen, sonst können wir die Tore ja nachher nicht festschrauben. Sonst stehen die nachher ganz woanders irgendwo. Das wäre dann nicht so gut. Die mal ein bisschen zu dir noch. ...36 Bahnen. Jeder einzelne wiegt 180 Kilo. Die Männer müssen das Puzzle nicht nur verlegen, sondern auch verkleben. 800 Quadratmeter in nur 2 Stunden. Wir haben schon immer so gemacht. So ein Ding hatte ich schon vor 20 Jahren. Wo wir damit angefangen sind, haben wir uns das mal angeguckt und dann haben wir das selber so entwickelt. Und so haben wir das dann gebaut. Und das funktioniert ganz gut. Es war einfach, aber effektiv. Der Boden muss nicht nur gut aussehen, sondern auch an der richtigen Stelle liegen. Das passt hinten und vorne nicht. Das sagst du jetzt? Ja. Nein, das muss ja trotzdem passen. Das muss ja trotzdem passen. Da muss wohl ein Maßfehler vorliegen. Aber wir kriegen das hin, mach dir keine Sorgen. Boah. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Lösungen. Wir suchen die Verschraubung hier unter, wo sie ist. Wo die Tore noch festgeschraubt werden. Muss irgendwie ein bisschen rechts-links gewandert sein. Ohne Befestigung keine Tore und ohne Tore kein Handballspiel. Da kommst du nicht hin, glaube ich nicht. Da kommst du nicht hin, Dieter. Ja, ne? Da reißt du nur hoch, glaube ich. Verziehst das Ganze. Hast du da eine Welle drin? Man kann den nicht so hochnehmen, das ist nicht gut. Wo ist das Loch? Wir wissen, wo die Löcher sind. Du weißt das? Ja. Dann halten wir uns da jetzt raus. Im schlimmsten Fall müssen die Verleger die Bahnen wieder abreißen, um die Löcher unter dem Boden zu finden. Dieter, schalt den zweiten.
Die Arena ist multifunktional. Innerhalb von 6 Stunden wird aus einem Konzertsaal ein Sportstadion. Wo gestern noch eine Bühne stand, finden gleich 1000 Zuschauer Platz. Die ausfahrbaren Tribünen sind wie große Tortenstücke. Man muss sich ja so vorstellen, die werden pneumatisch hochgedrückt, per Luftdruck. Zwischen den Rädern und den Schienen ist ein Gummischlauch. Der wird mit 3, teilweise bis 6 Bar befüllt und dann drücken sich die Räder raus. Und der Rest ist leider Muskelkraft oder Staplerkraft. Worüber? Nee, den mal. Warte mal, Dieter, stopp, 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 stopp! Ja, warte mal, Dieter, hier hängt er. Stopp! Der ist nicht unter durchgerutscht. Bisschen verklemmt. Verdreht das Ding. Müssen wir ausrichten oder neu rausziehen. Die hintersten Tribünen stehen gerade, also in einem Winkel. Und dann ist der ganze Klotz so versetzt. Also sprich, das Ganze müsste so ein bisschen ein paar Grad rumgerückt werden. Wir haben das Problem, dass die Tribüne rausfährt und ich da oben dann so einen Spalt habe zwischen einer Tribüne und der anderen Tribüne. Das müssen wir versuchen, dass es gerade wieder rausläuft, maximal immer so 5 cm. Ist der Spalt zu groß, könnten Zuschauer hineinfallen. Wir halten den mal so ein bisschen fest. Und jetzt mal mit einem Ruck, bitte. Ja. Ein bisschen arg eng, passt aber. Läuft. Natürlich. Ist gleich 12, kriegen wir. In knapp einer Stunde kommen schon die ersten Zuschauer. Die Mehrzweckhalle ist ein riesiger Würfel. 50.000 Quadratmeter auf 3 Etagen. Ganz außen, da steht schon das Wasser. Das sehe ich vom Weiten schon. Es tropft noch immer in die Zuschauerränge. Dieter und Willi suchen die undichte Stelle. So. Meine Hoffnung war, dass das hier irgendwo ab ist. Das sieht nicht danach aus, ne? Seit dem Jahr 2000 gibt es die Arena schon. Da bleiben kleinere Schäden nicht aus. Nee, das ist irgendwo. Hier ist aber offen. Ja, das könnte da sein. Hier ist er offen. Sie naht aufgeplatzt, ja. Das kriegen wir aber auch nicht dicht. Ah, da ist er hoch. Die Markierung ist für den Dachdecker. Doch bis zum Handballspiel muss die altbewährte Notlösung her. Der sogenannte Catwalk ist speziell für Techniker gebaut. Gänge verbinden die komplette Halle auf der höchsten Ebene. Hier stehen wir, hier. Jetzt gehen wir hoch. Warte, ich sehe das. Findest du weit langsam nach vorne? Nee, ist gut. Jetzt bist du, glaube ich, da. So, da tropft er drauf. Da haben wir es. Jetzt ist er drauf. Ein paar Styroporplatten. Das hier ist so eine Sachlatte. Gehobelt, nicht brennbar sozusagen, also B1. Und da ist so ein Stückchen Kabelkanaldeckel. So Sachen, die wir gefunden hatten, ne? Auf die Schnelle. Hier tropft es gerade exakt hin, auf diese Ecke. Und damit das nicht so auseinanderspritzt, ist der Stoff drauf und dann läuft es hier langsam runter an dem Klebeband und schön in Eimer. Montag kommt der Dachdecker und dann sieht die Welt wieder anders aus. Ja. Das Spielfeld ist so gut wie fertig. Nur die Halterungen für die Tore fehlen immer noch. Ein Gewinde, ein Loch. Irgendwo sitzt eine Hülse hier im Boden. Aber ey, hier ist keine. Aber normalerweise muss das so mittig vom Tor sitzen. Das ist hier mittig. Ja, wir liegen ja da an der Markierung an der neuen an. Ja, wer weiß, ob die überhaupt ein Ding hier reingebohrt haben. Die haben hier kein Loch gebohrt überhaupt. Oh, ey, die machen mich fertig hier, ey.
Ohne Befestigung dürfen die Tore nicht aufgestellt werden. Die Gefahr, dass der Rahmen umkippt, wäre viel zu groß. Wo sind meine Schrauben? Was für Schrauben? Da müssen irgendwelche Schrauben drunter sein. Ja, die sind ja wahrscheinlich drinnen, ne? Ja. Du weißt, wo die sind? Noch nicht, aber finde ich gleich. Da ist es. Siehst du? Wieder gleich wieder. Ich wollte uns erzählen, dass wir das falsch gebohrt haben, ja? Das ja auch. Das Wichtigste, Hallenboden und Tore stehen gerade noch rechtzeitig. Sie machen doch mal an. Kannst du das nicht machen eben? Ich kann nicht hinten anmachen. Also, ja. Geh ich mal um die Ecke. Nicht auflegen, ruf mich hier Gott und die Welt an. Ja. So, ich kann den auch hochfahren, wenn er an ist. Das ist egal. Ja. So, raus hier. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Ja, haben uns zugeschaltet. Ein Videowürfel zeigt Spielstände, Zeitlupen und Werbung. Ich wollte nur gucken, ob hier Konfetti außen dran klebt noch. Siehst du hier diese Dinger? Die fallen dann beim Handballspiel runter und dann hast du das Problem. Konfetti. Von gestern, von der Show. Hochgeschossen, das fliegt durch die ganze Halle, das ist bis oben auf dem Catball. Das ist natürlich unangenehm, wenn das beim Handballspiel runterfällt. Ne? Nee, läuft, alles gut. Okay, dann fahre ich ihn jetzt hoch, ja? Zufriedene Mienen danken es Ihnen. Alles klar, Dieter. Jo, ciao. Bis dann. Wenn der Job von Willi und Dieter erledigt ist, geht das Großereignis für die Zuschauer erst los. Das Spiel zwischen Hannover und Kiel. In gut 8 Stunden verwandelt sich die Arena in eine Sporthalle für 60 Minuten Handball. Was kein Zuschauer sieht, gleich nach dem Spiel kommt alles wieder weg. Aus der Sporthalle wird ein Konzertsaal. Sechs Uhr morgens. Willi Schrader ist mal wieder einer der ersten vor Ort. Der Chefkoordinator erwartet heute über 300 Helfer. Ich sage, es ist wie ein Lego-System. Die wissen, was sie tun. Darum morgens rein, abends raus. Wenn das jetzt Fremde wären, würden die es im Leben nicht hinkriegen. Die brauchen die eine Woche für. Ein eingespieltes Team. Die wissen, welcher Lego-Stein wohin gehört. Rapp, zapp, fertig. Die Konzertreihe Night of the Proms kommt jedes Jahr nach Hannover. 12 Trucks voll mit Equipment und alles muss an den richtigen Platz. Rechts rüber. Nee, da auf der anderen Seite. Peter, gehst du noch mit an die Bütek-Teile? Der Crewchef muss den Überblick behalten. Insgesamt wandern 240 Tonnen Bühnentechnik in die Arena. Damit es schnell geht, sind die meisten Sachen schon vormontiert. Wir werden ja schon ein bisschen Material bewegt. Und das ist dann natürlich schon zeitkritisch halt. Wenn man nur ein paar Stunden hat, ein ganzes Haus zu bauen, dann muss das auch alles klappen. Irgendwie. Da muss auch alles am Ort und Stelle sein. Die Crew arbeitet parallel. Während Techniker auf der einen Seite das Licht montieren, bauen Kollegen auf der anderen Seite schon die Bühne auf. Was ist mit deinem Müll hier? Weg! Das ist nicht mein Müll. Kann das sein, dass ihr ein wenig hängt, Herr Rigger? Ja. Man sieht das jetzt hier schon. Wenig Platz in der Halle. Darum fahren wir jetzt auch schon mal langsam die Stühle raus, damit auch die anderen Kollegen merken, dass hier langsam bestuhlt werden soll. Ne? Man muss den Druck weitergeben, ne? Sag ich mal. Für die Sitzordnung gibt es einen sogenannten Bestuhlungsplan.
Für den Komfort ein einfaches Hilfsmittel. Das ist eine Latte, 56 cm lang. Das ist quasi genau der Fußbereich, der vorgegeben ist, wenn du auf dem Stuhl sitzt, dass du 56 cm vorm nächsten Stuhl Platz hast. Das machen wir quasi mit der Latte. Ich lege die hier an, habe dann 56, sehe, der Stuhl ist zu weit vorne und passe dann an. So habe ich dann im Endeffekt einen durchgängigen Gang mit 56 cm, sodass, wenn ich hier sitze, genug Beinfreiheit habe und dann auch noch mal ein bisschen den gemütlicheren machen könnte. 1600 Stühle müssen exakt den gleichen Abstand haben. Kleinste Fehler lassen das Gesamtbild krumm und schief aussehen. Platz schafft jetzt auch die rollende Bühne, die nach nur 6 Stunden Aufbau rechtzeitig in ihre Position fährt. Guten Morgen. Na? Denkt man, ne? Was? Denkt man. Woran? Alles, was da reinkommt, muss wieder rausrollen. Achso, ja. Danke dir. Wo sich gestern noch die Handballspieler umgezogen haben, richtet Michel Coupier am Mittag die Künstlergarderoben ein. Viele internationale Stars treten heute Abend auf. Also wir versuchen, dass die Künstler für den kurzen Aufenthalt sich so ein bisschen wohlfühlen. Einfach versuchen, aus so einem kahlen Raum einfach ein bisschen was Nettes zu machen, dass man sich wohlfühlt und ein bisschen Atmosphäre. Nebenan schon mit der Lampe, dann kommt hier noch ein anderes Licht rein, dass halt das alles ein bisschen heimeliger aussieht. 12 Zimmer muss die Dekorateurin ausstatten. Für jedes hat sie nur knapp 15 Minuten Zeit. Immer dabei 9 Kisten voll mit Dekoartikeln. Wir haben hier unsere ganzen Cases stehen, sodass wir im Mittelpunkt sind und möglichst kurze Wege zu den Räumen haben. Hier sind die Pointer Sisters, da vorne sind, Ingo, kannst du mir mal bitte mithelfen mit den Schminkspiegeln abdeckeln und verkabeln? Machst du schon mal die Deckel ab und ich hol die Kabel. Die Pointer Sisters haben zu dritt den größten Raum. Ansonsten ist die Ausstattung bei jedem Künstler gleich. Bei der Vielzahl der Stars soll keiner neidisch werden. Zum Standard gehören ein Wohn- und ein Schminkbereich. You put the table there. Yeah. Yes? Yeah. Because I prefer to have all their clothes and things together. Yes, okay. And then they have the corner of the floor. Okay. Der Kleiderschrank stand am falschen Platz. Die sogenannten Hospitality Ladies kennen jeden Wunsch der Stars. Auch der Catering-Tisch muss auf die andere Seite. For them it's very important. Otherwise I have to change it when they're already here. Because when they come in, they don't like that you can when you come from the inside, they don't want you to see the mirrors. Normally they're in front of the mirrors, and they don't want that you can see in their clothes. So otherwise I have to change it. Das sind Sachen, die spielen sich im Laufe der Zeit ein, weil man die Künstler am Anfang noch, sag ich mal, man weiß nicht, wie möchten sie es gerne haben. Möchten sie hier noch ein Tischchen als Ablage oder das, das ergibt sich dann. Aber das sind halt Kleinigkeiten. Das ist nichts Großes. Jetzt schon schief. Jetzt schon schief. Oder guck mal, sieht extra so schöne Linien, wo du dran lang gucken kannst. Siehst du das? Zwar dunkel. Ja? Weil wir mit dem Holzstab 56. Nein, es geht ja eher darum, dass der Block eventuell zwar dann gerade ist, aber er rutscht. Dann schräg steht. Steht schräg. Also der Block ist an sich gerade. Problem ist nur, wenn du guckst, ist er leicht schief. Und das fällt halt, wenn du reinkommst, schon auf. Deswegen müssen wir das jetzt wieder ausbessern, dass er nicht nur so gerade ist, sondern auch so gerade. Das ist quasi gerade. Du läufst ja automatisch raus. Die Gänge werden nach vorne und weiter. Eben, das kommt halt noch hinzu. Wir wollen ja ein schönes Bild abliefern. Das wäre eigentlich eine gute Aufgabe. Die setzt sich dahin, ich setze mich hier hin. Das ist auch okay. Hat man ein bisschen Bademeister-Feeling, wäre auch nicht schlecht.
kann man ruhig machen. Hey, Sana, aha, ho. Hey, hey. Wenn gleich 11.000 Zuschauer in die Arena kommen, machen Willi und Dieter nach 13 Stunden Feierabend. Die Show haben beide schon mehrfach gesehen. Allein die Höhe wegen dem Orchester, das ist schon ein Monsterklotz von Bühne. Da musst du nachher mal hören, wie die spielen. Das ist also ein Top. Für 3 Stunden Show macht die Crew von Night of the Proms aus der Arena einen Konzertsaal. Jedes Großereignis soll für die Zuschauer ein Erlebnis sein. Vom Stress hinter den Kulissen bekommen sie nichts mit. Die nächste Veranstaltung. Magst du die Klemme rein, drehen? Klammer hier und dann ganz, ganz fest. Alle. Tomasz Warkonyi ist Eismeister. Er soll Niedersachsens größte Mehrzweckhalle in eine Eishalle verwandeln. Holiday on Ice ist mit seiner Show zu Gast in der Arena. Das ist ganz normale Aluminiumplatte. Innen ist eine Serpentin gebaut. Also das sieht so aus, dass hier gehen eine Rohre. Es geht bis andere Seite und dann innen sind so Kurve und das zirkuliert innen die Flüssigkeit so und dann macht die Platte kalt und so für uns ist mehr sicher, also kommt nicht kaputt, weil innen ist die ganze Anlage. Die Anlage funktioniert wie eine Fußbodenheizung, nur dass die Kälte dabei über Steckverbindungen und Schläuche von draußen kommt. Dort steht die Eismaschine, ein großer LKW mit 4000 Liter Kühlflüssigkeit. So. Erstmal wenig Wasser, weil das muss erstmal zusammenfrieren, weil sonst läuft das Wasser weg. Erstmal machen wir immer wenig und dann später, wenn ich schon siehst du die Loche, alles ist zusammengefroren, dann kommen und machen wir mit mehr Wasser. Damit sich eine Eisschicht bilden kann, kühlt Tomasz die Fläche auf -7 Grad herunter. Hier siehst du das Grüne. Und ich weiß nicht. Und das kommt noch immer. Scheiße. Nicht richtig festgemacht oder die Schelle sind kaputt und kannst du nicht richtig zumachen. Das bleibt nicht so, das kann nicht so bleiben, weil dann kommt kein Eis her. Ich gehe, weil die findet nichts. Ohne Eis keine Show. Damit die Zuschauer bei der Eisshow nicht frieren, stellt Willi Schrader die Heizung für die Halle ein. Die Temperatur regelt der Techniker per Mausklick, je nach Veranstaltung unterschiedlich. Sitzendes Publikum ist eigentlich immer so eine Sache, wenn die in der Halle unten sitzen, dann muss man ein bisschen wärmer machen. Und wenn es, ich sag mal, pur jetzt zum Beispiel, da haben wir versucht, so auf 19 Grad zu kommen, weil die bringen von Haus aus Stehpublikum, bringt mehr Temperatur mit das Ganze. Der Charakter ist auch ganz anders, dann wird auf dem Sitz mitgetanzt und gemacht und getan. Unterdessen laufen dem Eismeister die Zeit und das Kühlwasser davon. Eine neue Schelle soll helfen. Und Sand, der gefroren hart wird wie Beton. Wenn du machst keine Farbe, dann sieht alle diese Konnektion, wo ist Sand. Und darum, wir müssen das weiß machen, weil dann siehst du nichts. Dann hast du schon Eis gesehen. Zum Beispiel Hockeyfeld ist auch gemalt, nur da bringen noch rein die Marke, die rote Marke, die Linie, aber die Eis ist auch gefarbigt. So, jetzt noch 10 Minuten und dann fange ich wieder an von vorne. Ich
Spritzen, 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 nonstop jetzt, nonstop. Alle 15 Minuten muss der Eismeister ein Gemisch aus Kalk und Wasser auftragen. Eine ganze Nacht dauert es, bis er mit der Farbe zufrieden ist. Die meistgesehene Eisshow der Welt hat insgesamt 12 Eisflächen, die ständig parallel im Einsatz sind. Während in Hannover gerade aufgebaut wird, werden Flächen woanders schon wieder abgebaut. Erst wenn das Eis hart ist, dürfen die Techniker drauf. Es ist nicht ganz so rutschig wie so ein Eis in der Eishalle. Grundsätzlich ist es genau ein Eis, aber unseres ist ein bisschen weicher und dadurch ist es einen kleinen Tick stumpfer. Und jetzt, wenn wir Aufbau haben und überall die Lampen gehen hier drauf, schon wenn die jetzt alle am Testen sind, dann schmilzt das so ein bisschen an oben und ist nicht ganz so glatt, wie man es eigentlich sonst gewöhnt ist. Go, 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 go. Am Schluss kommt die riesige Lichtanlage direkt unter das Dach der Arena, das bis zu 220 Tonnen Gewicht trägt. Das schaffen nur wenige Veranstaltungshallen im Norden. Der Aufbau. Insgesamt einen Tag für die Technik, 2 Tage für das Eis. Willi ist schon den 8. Tag in Folge da. Der Akku ist bei mir ziemlich am Ende, ja. Ja, ich habe jetzt 3 Veranstaltungen direkt hintereinander gemacht. Nur so ein paar Stunden Schlaf und dann weiter. Ist dann mega anstrengend. Willi will die erste Probe auf keinen Fall verpassen. Immerhin sind die aktuellen deutschen Olympiasieger da. Beim besten Olympia-Paarlauf aller Zeiten hat Willi noch als Zuschauer am Fernseher mitgefiebert. Jetzt erlebt er die beiden hautnah. Ah ja, super. Ja. Ideal, hier ist eigentlich gut. Ja. Ja. Immer wieder neue Stars, immer wieder neue Veranstaltungen. Möglich machen das die Profis hinter den Kulissen der Arena. Mit hunderten Helfern und Tonnen an Technik, die heute rein und morgen rausgehen. Dann hast du auch schon viele Shows gesehen. Ja, ja. Immer so auch schon über 30 Jahre. Olli, dein Eis kenne ich auch schon über 30 Jahre.